Hallo Leute, wie ihr wahrscheinlich in den letzten Wochen mitbekommen habt, hat die Firma Elten Sicherheitsschuhe ein Privatkonzert an Clubs verlost. In einem packenden Kopf-an-Kopf-Rennen hat sich am Ende der SC Broich-Pehl durchgesetzt. Und den besuche ich jetzt. Da gibt es jetzt ein Privatkonzert. Und in der Zwischenzeit werde ich eure Fragen beantworten, die mich über die unterschiedlichsten Social-Media-Kanäle erreicht haben. Auf geht's! Wie entstehen Songs wie zum Beispiel Jan Pillemann Otze? Ich sag's euch ganz ehrlich, Alkohol spielt eine sehr große Rolle. Wie bereitest du dich auf Auftritte vor? Ich bin ja mittlerweile seit über 20 Jahren im Geschäft. Seit 22 Jahren stehe ich tagtäglich auf allen Bühnen dieser Welt. Das heißt, ich brauche eigentlich keine Vorbereitung mehr. Ich bin auch gar nicht großartig angespannt. Angespannt bin ich immer nur, wenn ich in großen TV-Shows bin. Damals war ich 2013 bei Wetten, dass. Da war ich sehr, sehr nervös. Aber auch wenn ich bei Florian Silbereisen bin, bin ich schon angespannt. Aber diese Auftritte, wie ich sie heute immer noch mache, die gehen in Fleisch und Blut über. Da muss ich mich nicht mehr drauf vorbereiten. Wie schaffst du es, bis zu 3 Auftritte am Tag zu absolvieren? Ich bin ja leidenschaftlicher Marathonläufer, das heißt, ich habe eine gute Grundfitness. Ich bin wirklich fit und habe überhaupt kein Problem damit, 3 oder 4 Auftritte am Tag zu machen. Ganz wichtig ist, man sollte nicht zwischendurch Alkohol trinken. Dann könnte es schwierig werden, denn Alkohol macht müde. Deshalb trinke ich bei meinen Auftritten generell keinen Alkohol. Schade eigentlich. Hast du schon mal den Text vergessen? Ja, den Text habe ich schon mal vergessen. Das kommt immer mal wieder vor. Ich habe ca. 150 Titel, aber den einen oder anderen Text vergisst man schon mal. Auch gerade in der Corona-Zeit, da war ich natürlich nicht so textsicher. Aber ich habe mir die Texte wieder draufgepackt und bin absolut textsicher. Aktuell. Seit wann bist du Gladbach-Fan und wer ist aktuell dein Lieblingsspieler? Ich bin Gladbach-Fan seit 1976. Denn Gladbach ist ja 75, 76, 77 deutscher Meister geworden. Und ich habe damals vom Christkind ein Gladbach-Trikot geschenkt bekommen, ein Erdgas-Trikot. Und seitdem bin ich Gladbach-Fan. Und mein Lieblingsspieler ist nach wie vor Jan Sommer. Er ist Torwart und ich war früher auch Torwart beim FC Vorwärts Wettring. So sieht's aus. Ja, warum passt die Kooperation zwischen dir und Elten und wie ist diese entstanden? Ich brauchte einfach Arbeitsschuhe und habe gesehen, es gibt von Borussia Mönchengladbach Arbeitsschuhe. Die fand ich so cool, da habe ich einfach Elten angeschrieben und prompt hatte ich 2 Tage später 2 Paar Elten Arbeitsschuhe, Sicherheitsschuhe und habe dann schön im Garten gearbeitet. Und so ist im Grunde diese Kooperation entstanden, dadurch, dass ich einfach ja, Elten Sicherheitsschuhe angezogen habe. Natürlich die schönsten von Borussia Mönchengladbach. So ist das entstanden. Und ich bin sehr gerne im Garten und ich bin ein Arbeiterkind. Bist du froh, dass du endlich wieder Musik vor Publikum machen darfst? Absolut, denn es gibt nichts Schöneres, als Musik vor Publikum zu machen. Das ist meine Leidenschaft, die wurde mir natürlich in der Corona-Zeit genommen. Aber jetzt darf ich endlich wieder auf die Bühnen dieser Welt und ich merke, ich brenne immer noch für die Bühne. Ich gebe immer noch Gas und das mache ich die nächsten 150 Jahre. Was hast du während der Corona-Pandemie gemacht? Ich war sehr kreativ in den letzten 15, 20 Monaten. Wir haben viele neue Songs erarbeitet. Ich hoffe, dass wir diese 2022 veröffentlichen können. Aktuell gibt der Markt noch nicht so viel her und es wäre schade, so schöne Songs zu veröffentlichen, aber niemand hört sie. Wir brauchen schon ein großes Publikum. Wir brauchen auch in irgendeiner Form Mallorca und deshalb werden wir im nächsten Jahr viele neue Songs veröffentlichen. Einen werde ich aber schon in Kürze veröffentlichen, der heißt Kann ich so nicht sagen, müsste ich nackt sehen. Ein großartiger Hit. Ich freue mich auf diesen Titel und im nächsten Jahr gibt es aber auch wieder ein paar anständige Sachen. Ansonsten war ich auch in der Corona-Zeit viel zu Hause bei meiner Familie. Ich habe im Garten gearbeitet, natürlich mit den Sicherheitsschuhen von Elten und habe einfach auch mal die Zeit genossen, mit meinen Freunden eintrinken zu gehen. Also trinken gehen konnten wir nicht, wir haben bei mir zu Hause eingetrunken.